Darf ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, einen Vortrag hier halten zu dürfen. Das Thema ist moderne Technologien zur Umsetzung von Zuchtzielen. Zwischendurch ist mir noch ein Untertitel eingefallen. Speed Kills? Fragezeichen, weil wir eben in der Rinderzucht oder in der Zucht ganz allgemein sehr schnell unterwegs sind und die Frage eben sich stellt, können wir auch zu schnell sein? Vortrag ist ungefähr so aufgebaut, dass ich kurz anfange mit einer kurzen Geschichte der modernen Tierzucht, von der Nachkommenprüfung zur jetzt üblichen genomischen Selektion und dann eben noch nach vordenk, ob es eventuell noch einen nächsten Schritt geben wird, da man hier als Precision Breeding nennt und Gene Editing wäre eines dieser Tools im sogenannten Precision Breeding, das angekündigt wird und ich werde darüber reden, was meine persönliche Meinung ist, ob das ein Segen oder ein Fluch sehr wäre. Und dann eben, wie gesagt, gegen Ende nochmal diese Frage aufzubringen, sind wir eventuell zu schnell unterwegs und zwar zu schnell in die falsche Richtung. Zur Geschichte der modernen Tierzucht habe ich zwei Beispiele genommen. Bräuler oder Masthühner waren bei Schlachtung ungefähr 1960, sind das umgerechnet 12 Wochen alt, jetzt sind sie 6 Wochen alt, wenn sie geschlachtet werden. Damals hatten sie ungefähr 1,5 Kilos und jetzt haben sie 3 Kilos. Das heißt, einfach gerechnet, Vervierfachung der Produktivität. Aber noch auch sehr wichtig ist, früher musste man einem Hühnchen oder Masthuhn ungefähr etwas mehr als 3 Kilo Futter geben, Getreide geben, um das Kilo Zuwachs zu erreichen und jetzt ist nur noch 1,5 Kilo. Also hier, das will man als Effizienzsteigerung bezeichnen und schließlich wurde auch noch der Brustfleischanteil enorm gesteigert. Man hat sich einmal angeschaut, wie viel davon von dieser Änderung durch Genetik und wie viel durch Ernährung geändert wurde. Hat also praktisch Tiere aus 1960 und 2005 mit Futter aus 1960 und 2005 gefüttert und hat gesehen, dass der allergrößere Teil ist hier tatsächlich die züchterische Veränderung. Ein anderes Beispiel ist die Milchleistung von Kühen. Willi Knaus hat mir diese Folie zur Verfügung gestellt. Was ist in den USA passiert? Um 1950 hat der durchschnittliche Milchkuh in den USA 2.500 Kilo Milch gehabt. Jetzt hat sie über 10.000. Und was man sieht, und das ist etwas, was eben auch wir nicht unbedingt erwartet haben, man sieht noch immer keine Abflachung der Kurve. Es schaut immer noch so aus, als wenn man noch 10 Jahre nach vorn denkt, dass es noch einmal wahrscheinlich 2.000 Kilo mehr sind. Oder beinahe 1.000 Kilo mehr. In Österreich ist das nicht anders. Das ist die Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter, hat mir diese Zahlen zur Verfügung gestellt. 1970 herum haben die Kühe ungefähr im Schnitt das 4.000 Kilo Milch gegeben. Jetzt geben sie 7.500 Kilo Milch. Auch hier fast eine Verdopplung innerhalb der letzten 50 Jahre. Und auch hier kein Abflachen. Oder ich glaube nicht, dass das ein Abflachen ist. Es wird durchaus so weitergehen. Österreich hat deswegen weniger Milch, weil in Amerika sind die allermeisten Kühe sind Holstein-Friesien-Kühe, die extrem auf Milch gezüchtet sind. In Österreich haben wir die Zweinutzungsrasse Fleckvieh, die 80% der Tiere der Rinde in Österreich ausmacht. Und als Zweinutzungsrinde sind nicht so extrem für Milch gezüchtet. Gut, was hat diesen Unterschied gemacht seit 1960, 70 bis jetzt? Ich nehme hier die Worte von Moshe Soller, der einen Vortrag bei uns gehalten hat, mehrmals aus Israel. Und der hat gesagt, die Tierzucht hat sich geändert von einer Zukunft,
Kunst zur Wissenschaft. Und wir kennen, Entschuldigung, die Züchter sind, kennen das Wort Züchterblick. Wir halten uns für sehr, sehr geschickt, wenn wir die anschauen, entscheiden können, ob das ein Tier ist, das auch ein, wir sind hauptsächlich an männlichen Tieren interessiert, weil die viele Nachkommen haben, aber auch von einem männlichen Tier glauben wir zu wissen, wenn wir es anschauen, ob der viel Milch gibt oder bringt in seinen Töchtern oder nicht. Und so ist sehr lange gezüchtet worden. Man hat natürlich auch auf die Töchter geschaut, da hat man angefangen, aber erst ja, in den 50er Jahren, 1950er Jahren hat man angefangen, das mehr systematisch zu machen. Und jetzt ist eben die Zucht eine Wissenschaft, wo Phänotypen, Leistungen von sehr vielen bei Rindern, sehr vielen Kühen zum Beispiel, und auch Genotypen mit extrem komplexen statistischen Methoden zusammengemischt werden, um den sogenannten Zuchtwert von Tieren zu ermitteln. Zuchtwert ist für Rinderzüchter oder Tierzüchter was ganz Allgemeines. Wir wissen, wir wollen die Tiere reihen, vom Besten zum Schlechtesten, und dazu machen wir den Zuchtwert oder ermitteln wir den Zuchtwert. Und die Grundlage für all das ist die Populationsgenetik. Und wie gesagt, eben in den letzten 60 Jahren gab es ungefähr so viel Zuchtfortschritt wie in den 5000 Jahren davor. Das ist meine persönliche Hall of Fame der Tierzüchter. Robert Bakewell aus England, der damaligen Agricultural Revolution um 1800 oder 1750 herum, hat er bei den Tieren, er hat mit Schafen gearbeitet, er hat Schafböcke verteilt an Nachbarn, hat geschaut, wie die Nachkommen dieser und die sind dann gewandert, die sind von einem Nachbarn zum nächsten gegangen und hat dann die Nachkommen dieser Schafböcke angeschaut und sich entschieden, wer ist gut und wer ist nicht gut. Also die klassische Nachkommenprüfung wurde eben vor sehr langer Zeit von Robert Bakewell eingeführt. Jay Lush war Professor an der Iowa State University. Der hat ganz viel dazu gearbeitet, dass man bei Nutztieren immer an sehr vielen verschiedenen Merkmalen gleichzeitig interessiert ist, und er hat unter anderem eben Wege gefunden, wie man die am besten kombinieren kann. Professor Henderson von der Cornell University hat die Blapp-Zuchtwertschätzung, eine sehr stark statistisch orientierte Methode zur Zuchtwertschätzung entwickelt. Und den Ted Sonstegard habe ich deswegen jetzt hierher gekommen, da könnte man mehrere Leute nehmen, wenn es um die genomische Selektion oder um die Einführung der Genomik in die Tierzucht nimmt. Ted Sonstegard ist momentan gerade ein Gastprofessor bei uns und hält parallel zu mir ersetzt er mich in meiner eigenen Vorlesung im Gregor Mendelhaus. Also er ist einer der führenden Köpfe, wenn es geht um genomische Selektion. Ich werde dann noch ein bisschen später erklären, was das eigentlich ist. Rinderzucht ist relativ einfach vom Ansatz. Man muss vorher als erstes das Zuchtziel definieren. Und da kamen diese vielen Merkmale, die Jay Lush Wege gefunden hat, die zu kombinieren. Dann muss man Leistungsprüfung implementieren. Dann muss man eben diese sogenannte Zuchtwertschätzung durchführen mit Daten aus der Leistungsprüfung und auch von Genotypen heutzutage. Und da muss man die besten Tiere wählen. Weil die Schlüssel sind sicher die Phänotypen. Habe ich jetzt schon mehrmals ein bisschen angezogen, was bis 2010 ungefähr passiert ist. Das war beim Rind, war das mit der Einführung der künstlichen Besamung, konnte man sehr, sehr viele Nachkommen eines einzelnen Stieres haben. Es gibt momentan in Österreich einen Stier, von dem mehr als 500.000 Spermaportionen verkauft wurden. Das heißt, es gibt natürlich nicht 500.000 Nachkommen, weil nicht jede Besamung zur Trächtigkeit geführt haben, aber von dem gibt es sicher um die 200.000 Nachkommen, oder hat es im Laufe der Zeit gegeben. Und von diesen vielen Nachkommen, also das System ist so, bei einem jungen Stier gibt man ungefähr 1.000 Spermaportionen aus, wartet auf 50 Töchter und der macht dann eine Entscheidung, ob man diesen Stier ganz viel verwendet oder eben nicht.
Und diese Methode, die man da anwendet, heißt eben Best Linear Unbiased Prediction, BLAP, Suchtwertschätzung. Und die, was da gemacht wird, wird einfach die Fortschritte. Der genetische Wert eines Tieres wird getrennt von den Umwelteffekten, der einer Kuh auch ausgesetzt ist, und statistische Trennung dieser beiden Effekte. Und man verwendete früher die Abstammung der Tiere, um auch zu sagen, wir wissen von diesem Stier, der hat viele Töchter, aber auch sein Bruder hat viele Töchter. Und all die Informationen, die sind ja auch verwandt mit dem Stier. Und so werden alle Informationen kombiniert. Seit 2010 gab es eine Umstellung in der Rinderzucht, vor allem in der Rinderzucht von großen Populationen. Man nutzt da Hochdurchsatz Genotypen. Und zwar kosten 50.000 Marker kosten ungefähr 50 Euro. Das ist so ein Snip-Chip, nennt man das, wo 12 Tiere genotypisiert werden für die 50.000 Marker. Und dann hat man mit Informationen aus diesen 50.000 Markern hat man wieder kombiniert mit den Phänotypen der vielen Tiere, Töchter, vor allem von Stieren, die man genotypisiert hat. Und da kann man ganz grob kann man sagen, diese 50.000 Marker um 50 Euro haben ungefähr so viel Information für den Zuchtwert eines Tieres als wie 25 Töchter des Stieres. Das heißt, ein sehr, sehr informatives System. Ich gehe technisch nicht darauf ein, wie das genau gemacht wird. Da im Wesentlichen hat man eine Schätzgleichung, wo man aus den Markern den Zuchtwert ermittelt. Und diese Schätzgleichung entwickelt man an Tieren, wo man die Leistung kennt, oder die Leistung von Töchtern kennt, und kann sie dann aber anwenden auf junge Tiere, ganz, ganz junge Tiere, männliche Kälber ganz viel. Und heutzutage werden ungefähr, glaube ich, im Bereich von 20 junge, hoffnungsvolle Kälber genotypisiert, und die besten, genomisch besten, werden dann für die künstliche Besamung herangezogen. Wichtig zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist, dass eben diese Phänotypen, von denen ich vorher schon geredet habe, sehr, sehr wichtig ist, eine Referenzpopulation. Und das war ganz überraschend für uns Wissenschaftler. Holstein-Friesien zum Beispiel, in den USA gibt es 5 Millionen oder 10 Millionen Holstein-Friesien, in Deutschland ähnliche Zahlen. Es gibt wahnsinnig viele von diesen Tieren, die sind alle leistungsgeprüft, und trotzdem hat sich ausgezahlt. Es gibt hier ein Konsortium in Europa, wo Deutschland, Frankreich, die Niederlande, die skandinavischen Länder und zwei, drei andere kleinere Länder auch noch drin sind. Die haben noch alle ihre Daten gemeinsam genutzt, weil sich damit diese Schätzformel von da oben verbessert insgesamt. Also sehr, sehr große Referenzpopulationen sind hier sehr vorteilhaft. Was man auch geschaut hat, und das ist auch sehr interessant und nicht unbedingt zu erwarten, man hatte das mit den 50.000 Markern gemacht. Wenn man die Markerdichte erhöht auf 800.000, da gibt es einen anderen Chip, oder auch auf die volle Sequenz, wird die Schätzgenauigkeit nicht größer. Also es reichen sozusagen diese 50.000 Marker für die Zuchtwertschätzung gut aus. Für das Verstehen von genetischen Mechanismen sind diese dichteren Markerkarten besser oder Chips besser, aber für die Zuchtwertschätzung scheint es so zu sein, dass die 50.000 Marker genug sind. Nur kurz zu erwähnen, beim Rind in Österreich gibt es seit diese genomische Selektion beim Fleckvieh seit 2011. Wir haben hier an der BOKU ein FFG-Projekt eingereicht, gemeinsam mit den Rinderzüchtern, und das gemeinsam mit Deutschland dann später implementiert. Braunvieh hat eben sein internationales Konsortium, gemeinsam mit praktisch allen großen Braunviehländern. Holstein-Friesien, habe ich gesagt, gibt es eben diese zwei konkurrierende Konsortien. Eine ist Eurogenomics von Europa, und dann gibt es eine mit USA, Kanada, Großbritannien und Spanien als große Länder. Bei unseren kleinen Rinderrassen ist es momentan nicht implementiert. Das ist eine große Frage für uns auch. Sollten wir nicht trotzdem auch versuchen,
genomische Informationen auch bei kleinen Rassen zu nutzen. Beim Schwein wird es ungefähr seit 2016 verwendet, in Österreich für 2 Rassen, und wir sind momentan gerade dabei, ein Projekt einzureichen, auch wieder bei FFG, für die Rasse Biertreu. Generell sehen wir einen beschleunigten Zuchtfortschritt. Zu Zuchtzielen, nur um es kurz zu erwähnen, weil eben nicht alle aus der Branche sind. Bei Nutztieren sind immer sehr, sehr viele Merkmale von Bedeutung. Natürlich sind die nicht alle von einer Spezies. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es noch nicht. Aber ich wollte nur zeigen, es gibt ganz, ganz viele Merkmale. Und in der Rinderzucht verwendet man ungefähr 30, 35 Merkmale. Also man muss einen Weg haben, die zu kombinieren. Darum ist es so wichtig, und Österreich hat das auch hier wieder ganz sehr, sehr gut gemacht, die Rinderzucht hat einen neuen Index gemacht, wo sie stärkeres Gewicht auf funktionale Merkmale gelegt hat als früher und weniger auf Milch zum Beispiel. Diese balancierte Selektion auf mehrere Merkmale mit stärkerer Betonung von funktionalen Merkmalen ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut und wichtig und passiert auch regelmäßig. Gut, noch einmal zurück zu rekapitulieren. Also die Zucht ist heutzutage Wissenschaft mit vielen wissenschaftlichen Werkzeugen. Und wir haben in Österreich eine sehr, sehr günstige Situation. Wir können mit den Züchtern sehr gut, also mit den Zuchtorganisationen sehr gut. Also die BOKU hat eine extrem enge Verbindung mit den Rinderzüchtern, aber auch mit den Schweinezüchtern. Und dieses gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung. Ein junger Kollege hat einmal gesagt, wir müssen irrsinnig aufpassen, was wir machen, weil die glauben uns alles. Also so gesagt, muss man aber, das ist eben auch deswegen, weil wir, glaube ich, etwas, was sich entwickelt hat. Gut, ja, das habe ich schon mal gesagt, funktionale Merkmale, hohes Gewicht im Index. Und darum funktioniert die genomische Selektion aus meiner Sicht gut. Und wir sind auch eben nicht, wenn wir zurückschauen auf die erste Kurve oder eine der ersten Kurven, wir sind eben nicht am Plateau. Also wir müssen noch nicht darüber nachzudenken, wie wir am Plateau balancieren. So, das ist die Frage, gibt es den nächsten Schritt nach der genomischen Selektion, und ist das Gene Editing? Gene Editing ist in aller Munde einigermaßen, also viele Leute haben schon davon gehört und es ist viel in Diskussion. Der Punkt ist, bei Gene Editing, man kann gezielt, sehr, sehr gezielt an einer bestimmten Position des Genoms Basen einbauen oder wegnehmen zum Beispiel. Und die Methode, die hier, wie gesagt, durch die Medien ganz stark geistert, heißt CRISPR-Cas. Ich gehe nicht technisch darauf ein, aber man ist gezielt in der Lage, gezielt einzubauen, ein Teil eines Genoms, einige Basen oder was immer das man braucht. Der Ted Sonstiger, der jetzt Gastprofessor ist gerade bei uns, arbeitet für eine Firma, die sowas, genau sowas macht. Die machen das nicht mit CRISPR-Cas, sondern mit einer anderen Technologie, die heißt Talens, und haben diese hornlosen Rinder mit diesem Transfer geschafft, von einer Rasse, von den Angus-Rindern, wo es gibt eine Sektion von Angus-Rindern, die sind hornlos, Bold Top Angus, und aus diesem Angus hat man sie rübergeholt in Holstein-Friesen-Rinder, oder das ist eigentlich Kreuzung auf Montbéliard, von Montbéliard und Holstein-Friesen, darum haben sie auch einen weißen Kopf. Und wie gesagt, ist technisch möglich und funktioniert und hat natürlich, glaube ich, ist eins, das ganz heftig diskutiert wird, weil eben ein großer Teil der Rinder in Österreich enthornt wird. Und es gibt auch beim Fleckvieh zum Beispiel, es gibt hornloses Fleckvieh, aber alle Fleckviehstiere, die man kennt, sind schlecht in diesem Gesamtzuchtwertsystem. Die Fleischleistung ist normalerweise ganz okay,
aber generell sind sie nicht die besten. Und das würde sozusagen mit Verdrängungskreuzung, man kann es systematisch machen, man kann es mit Verdrängungszucht kann man ganz stark dieses in einigen Generationen die Frequenz dieser Hornlosigkeit erhöhen. Aber mit Gene Editing kann man es eben mit Embryos von Top-Paarungen sofort machen. Gene Editing für quantitative Merkmale ist auch, also das sind, was man jetzt macht mit Gene Editing, man macht diese ganz, ganz großen Änderungen wie Hornlosigkeit. Für quantitative Merkmale, wir wissen, wiederum die Tierzüchter wissen, so sind wir zum Beispiel aufgewachsen, mit dem sogenannten infinitesimalen Modell. Die Leistung ist bedingt von sehr, sehr vielen Genen, für Milchleistung zum Beispiel oder verschiedene andere Merkmale. Bei der Fleischleistung ist es nicht ganz so klar. Es gibt ein sehr wichtiges Gen, das die Körpergröße beim Menschen und auch beim Rind beeinflusst. Und ein anderes interessantes Gen zum Beispiel macht einen großen Unterschied, ob Kühe viel Fett in ihrer Milch haben oder weniger Fett in ihrer Milch haben. Also es gibt schon auch größere Gene mit größerer Wirkung auch. Aber die Editierung von vielen Varianten simultan ist technisch möglich, aber die Nebenwirkungen sind nicht vorhersehbar. Und da Henna Simiana, die NTÖ, diese Vereinigung, Dachorganisation der Tierzuchtorganisationen in Österreich, haben in Salzburg im Februar eine Tagung gehabt zu diesem Thema. Und Henna Simiana, Professor an der Uni Göttingen, hat gesagt, er sieht das sehr nützlich an sozusagen im Labor unter sogenannten Laborbedingungen, also an Uni-Stellen so auf der Art, weil es so ähnlich ist, wenn man bei Mäusen versucht man oft zu testen, Gene Knockout-Mais heißt das, dass man praktisch ein Gen ausschaltet und dann schaut, was passiert. Und das könnte man hier auch praktisch mit den tatsächlichen Nutztieren machen. Aber die Umsetzung in der Zucht sieht er nicht in näherer Zukunft. Und dann ist natürlich die Frage, ist das nicht GMO? Und das ist interessant, das ist tatsächlich eine große Diskussion, auch in Europa. Aus meiner Sicht ist das erste, wenn man GMO als genetically modified Organism bezeichnet, da verändert man was. Also das ist keine Frage, man schneidet was raus und gibt das anders rein. Also aus meiner Sicht ist es eindeutig genetische Manipulation. Aber meiner Sicht eben auch, denn wie gesagt, mein persönlicher Standpunkt, hat diese genetische Manipulation einen viel schlechteren Ruf, als sie denn verdient. Und das Insulin für Diabetiker, wo genetisch modifizierte Bakterien menschliches Insulin produzieren, ist ein Beispiel, das sind wir alle zufrieden, keiner beschwert sich über diese Art von GMO. Also für mich ist der gezielte Einsatz oder Ersatz, Entschuldigung, eines einzelnen Alleles durch Gene Editing nicht gefährlich und auch nicht verwerflich. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Und Gene Editing ist dann nützlich, wenn man mit einer einzelnen Änderung großer Nutzen erzielen kann. Und wie gesagt, Hornlosigkeit ist ein Beispiel, wo ich zum Beispiel nicht dagegen bin. Ich habe auch noch andere Ideen. Wie ihr wisst, bin ich ganz, ganz viel in den Tropen unterwegs und es gibt ein Gen, die Rinder, Slick heißt das Gen, das sehr, sehr gut für die Hitzeadaption und für die Feuchtigkeitsadaption von Rindern ist. Ein einzelnes Gen und das kann man modifizieren, indem man eine Base rausschneidet, nichts reingibt, nichts, kein anderes Gen einer anderen Rasse. Also es gibt es in der Rasse, im Rind, aber man muss nicht einmal etwas von einer anderen Rasse einsetzen, sondern man muss nur ein ganz kleines Stück ausschneiden. Und das ist dann, die Tiere werden slick und haben eine bessere tropische Anpassung. Im Rahmen der Gastprofessur von Tyson Ostergaard gibt er im Rahmen unserer Gesellschaft, die hier an der BOKU beheimatet ist, Gregor-Mendel-Gesellschaft Wien, und in
der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag einen Vortrag zu, genau zu diesem Thema, und der würde das eben sehr, sehr viel breiter ausführen, als ich das kann hier. Wie gesagt, am kommenden Donnerstag im Festsaal um 17 Uhr. Und das ist zwar unsere Jahreshauptversammlung, aber es geht praktisch ausschließlich um diesen Vortrag. Also gibt es ganz kurze technische Sachen am Anfang, aber wenn jemand interessiert wäre, bitte herzliche Einladung hier. Es gibt auch keine Anmeldeliste, wer kommt. So, und jetzt zum Thema, das mir so zwischendurch dann eben gekommen ist. Speed Kills? Fragezeichen. Wo sind die Leistungsgrenzen? Ich habe wieder mit Willi Knaus hier besprochen. Wir sehen beim Rind keine Leistungsgrenzen in naher Zukunft. Bei der Milchleistung ist gerade rauf, zeigt das ganz stark. Wir haben ganz, ganz viel zu kämpfen mit Trade-offs. Also natürlich kostet es trotzdem mehr, wenn man, also man muss intensiver werden. Und die Frage ist eben, züchten wir Tiere, wir werden Tiere auch früher in Zukunft füttern können, aber mit intensiveren, energieintensiveren Rassen. Und wäre nicht langsamer und bedachter, sagt man in dem Fall oft, eventuell besser. Und ich gebe wieder meine persönliche Meinung dazu. Wie gesagt, das habe ich schon gezeigt. Die Frage, auf das sich alles aus meiner Sicht zuspitzt, ist das, was wir mit unseren Rindern machen, noch naturgemäß? Professor Heiger hat das Buch der naturgemäßen Nutztierzucht, ist das, wo er genau das auf das anzielt. Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, was ist naturgemäß und was nicht. Wir Menschen haben uns in eine Richtung entwickelt, wo wir die Welt für uns selbst einsetzen oder die Ressourcen der Welt ganz stark für uns selbst einsetzen. Indem, wie gesagt, ich habe keine ganz klare Antwort. Ich persönlich habe nicht sehr große Probleme damit, die Energiedichte des Futters größer zu machen. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr diskutabel. Oder? Warum ich eben nicht so viele Probleme habe, ist, weil ich, als ich in die Schule gegangen bin, haben wir von 3 Milliarden Menschen geredet. Jetzt sind wir 7 Milliarden Menschen, und es wird aller Wahrscheinlichkeit nach sind wir um 2015 um die 10 Milliarden Menschen. Das heißt, es muss eine Intensivierung der Systeme geben, wenn man diese vielen Menschen ernähren will. Und die tierische Produktion, und da kommen wir wieder zurück aufs System, die liefert eben tatsächlich hochwertiges Eiweiß für die Welternährung. Und was meine Meinung ist, wir brauchen Typen von Rindern, sowohl für High-Input-Systeme als auch für Low-Input-Systeme. Also meine Antwort, wie gesagt, nur ganz meine persönliche Meinung, nein, Speed killt nicht. Wir wissen einigermaßen, was wir machen. Wir machen das mit diesen komplexen Zuchtzielen aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Also die Richtung muss stimmen. Dann kann man auch schnell sein. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach zu lösen. Und es gibt ganz sicher nicht eine Lösung für alle. So, ich bin am Ende des Vortrags, habe hier einen, weil ich mich auch sehr freue, es war eine Veranstaltung der steirischen Bleckviehzucht vor ein paar Jahren, wo die Leute von der Rinderzucht, Christa Egertaner, Christian Fürst und Hermann Schwarzenbacher, die Genetik, die alle drei das Doktorat bei uns hier gemacht haben, eben die Rinderzüchtung ganz, ganz stark weiterentwickeln, weiterbringen in Österreich. Und dann eine allerletzte Folie habe ich noch, ein Lesevorschlag für euch. Buch, das mich sehr, sehr beeindruckt hat, Sapiens, A Brief History of Humankind, oder leider ist das Sapiens auf der deutschen Übersetzung weg, heißt nur eine kurze Geschichte der Menschheit, Herr Harari beschreibt praktisch, wie sich von dem Homo Spezies der Mensch, der sich selbst Sapiens Weise nennt, als durchgesetzt hat und wo da die Unterschiede sind. Und dann hat er, darum habe ich es auch da,
er schreibt, wenn man, man geht praktisch durch die Geschichte durch, Jäger und Sammler, und dann kommt die landwirtschaftliche Revolution, und er sagt, das war die größte Täuschung der Menschheit, weil man dann angefangen hat, weil es da möglich war, möglichst plötzlich ganz, ganz viele Menschen zu ernähren auf der Welt, und die haben dann alles andere übernommen. Wie gesagt, das ist ein wirklich sehr, sehr gut zu lesen, das Buch. Dankeschön. Für die Jungen möchte ich sagen, mein Name ist Alfred Haiger. Ich war 27 Jahre Professor für Tierzucht hier. Ich halte das Fragezeichen, ob es in die falsche Richtung geht, für völlig überflüssig. Da können Sie drei Rufzeichen hingeben. Es geht völlig in die falsche Richtung. Nur ich wäre weder vom CAS eingeladen, noch von der ZAR seit 5 Jahren. Ich führe 150 Bauern durch Arbeitsgemeinschaft Lebensleistung. Am Freitag hat die Frau Professor Gromm-Kolb ihre Abschiedsvorlesung und hat den charakteristischen Satz gesagt: Wann glauben die Wissenschaftler, was sie entdeckt haben? Hans, du hast es entdeckt. 10 Milliarden lässt sich nicht mit Kühen füttern, die 3000 Kilo Getreide machen, die aus 12% Eiweiß 3,3 machen, die Kühe kriegen statt 6 Laktationen 3, bei Holstein-Friesen sind 15% Totgeburten. Hat man nichts begriffen? Man glaubt es nur nicht, weil es nicht in das System hineinpasst, größer, schneller, mehr. Aber im Februar halte ich selbst einen Vortrag, Sie kriegen eine Einladung und Sie können kommen. Danke für den Beitrag. Kurze Reaktion, oder? Was, nicht genau. Also, wie gesagt, das ist die andere Seite. Und das ist eben die Frage, wie. Ja. Aber dafür sind wir da heute, die Dinge auch zu diskutieren. Gibt es mehr Anmerkungen? Gerne, Hans-Peter. Also, welche Rolle spielen eigentlich Effizienzsteigerungen in diesem Zuchtwertmodell? Der eine Ansatz ist jetzt zu sagen, ich gehe einfach auf das Endziel, höhere Milchleistung, aber auf diese kritische Ideen zu reagieren, könnte ja auch das Ziel sein, vor allem die Effizienz zu steigern, also Schwerpunkt darauf zu legen, dass man die Futterverwertung wäre das wahrscheinlich mal, oder? Dass man die erhöht. Wie groß ist die Bedeutung dieser Merkmale? Huhn und Schwein ist es ganz, ganz gut, ganz, ganz stark. Da kann man es auch direkt messen, weil man die Futteraufnahme messen kann. Aber es ist auch erwiesen, dass Tiere, die auch Rinder, die mehr Milch produzieren, dass pro Kilo Milch effizienter sind. Das ist, glaube ich, ganz allgemein bewiesen. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage jetzt. Warte. Danke, Hans, für den tollen Vortrag. Nur eine Frage noch. Gerade wenn wir im Rind schauen, haben wir ja das Rind als Lebewesen, aber die hat ja auch sehr viele Lebewesen in Pansen, die auch sehr viel zur Produktivität vom Rind beitragen. Schauen wir auf das auch in der Rinderzucht? Wird sie die Pansenflora genomisch selektieren und verbessern lassen, dass die Rinder bessere Futterverwerter werden, als sie jetzt schon sind? Also es gibt viel in unseren Kreisen sozusagen viel Diskussion dazu. Aber ich sehe noch nichts, was in naher Zukunft, so wie Gene Editing mit vielen Merkmalen, so in die Richtung würde ich sagen. Also nichts, was.